Synology hat ja vor kurzem die Synology DriveStation als Beta-Version vorgestellt und ich möchte in diesem Video einfach mal zeigen, was denn die Unterschiede zwischen der neuen DriveStation in der Beta-Version und der aktuellen DriveStation sind und was wir denn damit alles überhaupt machen können und was sich da in Anführungsstrichen verändern wird. Ich habe mir einfach mal hier die neue Drive-Konsole installiert und wollte hier mal zeigen, welche Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Drive bestehen. Also wir schauen uns einfach mal an, was denn hier in dem Drive halt eben neu ist, in dieser neuen Beta-Version. Dazu gucke ich mir einfach mal hier die Drive-Admin-Konsole an. Da hat sich nicht wirklich was geändert, das sieht genauso aus wie vorher auch. Ich habe das Ganze hier tatsächlich über ein Upgrade durchgeführt, das heißt, ich hatte hier vorher schon das Drive drauf. Und habe dann gesagt, ich möchte das Drive Server installieren, beziehungsweise das neue Beta-Paket installieren. Und das System hat mich dann auch gefragt, ob ich wirklich sicher bin, dass ich das machen möchte. Ansonsten würde er halt eben tatsächlich auch hier das Ganze entsprechend aktualisieren. Das hat er auch getan. Es gibt hier also auch wirklich hier nicht viel Neues. Das mit dem Teamordner ist genauso wie vorher auch. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Ich nehme mal meine Vertriebsdaten raus. Das ist ja ein Ordner, den ich bereits aktiviert habe. Und bei Versionierung habe ich hier eine neue Funktion entdeckt. Und zwar kann man jetzt hier auch einschalten und sagen, zuzüglich zu meiner Versionskontrolle, die ich hier einstellen kann, wie wir das vorher auch schon machen konnten, kann ich jetzt hier praktisch noch eine zweite Regel hinzufügen. Ich kann also hier festlegen und sagen, okay, speicher bitte maximal hier 32 verschiedene Versionen oder aber speichere hier zum Beispiel nur 30 Tage oder ich kann das hier halt eben auch auswählen auf 60 oder 120 Tage. Das ist also hier der Unterschied. Hier unten drunter steht auch nochmal die Erklärung. Das heißt also, dass die Dateien gelöscht werden, wenn die entweder die 32 Versionen überschritten haben oder wenn die Datei älter ist als 120 Tage, beziehungsweise in meinem Fall jetzt hier älter ist als 30 Tage. Also das ist auf jeden Fall hier ein neuer Schalter, eine gute Funktion, das gefällt mir ganz gut. Was hier natürlich nicht geht, ich kann also hier leider auch nicht sagen, Versionskontrolle brauche ich nicht, dann fällt natürlich das hier auch entsprechend flach. Gut, also das hier ist auf jeden Fall neu. Ansonsten in den Einstellungen, da sind noch nicht ganz so viele Unterschiede, die ich wirklich sehen kann. Die Schalter sind alle die gleichen. Schauen wir mal ganz einfach hier, wenn ich unter Bearbeiten gehe. Auch hier hat sich nicht wirklich was geändert. Das ist das gleiche wie vorher auch. Hier entsprechend auch. Hier kann ich nach wie vor die Benutzer oder die Gruppen auswählen. Auch das hat sich nicht geändert. In dem Schalter Sonstige, da haben wir einen Unterschied, wenn ich das richtig sehe. Das ist das gleiche, wie wir es vorher auch hatten. Aber wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, die Papierkörbe zu leeren. Das ist neu, das war vorher halt eben auch in der Form nicht in dem CloudStation Drive. Die anderen Einstellungen haben sich hier auch nicht großartig geändert, die Leistungen oder die Freigabeeinstellungen. Das ist hier eigentlich gleich geblieben. Einen Unterschied habe ich aber schon entdeckt. Wenn ich mal hier in das Hauptmenü gucke, dann sehe ich hier meine Icons, mein Synology Drive Admin Konsole, mein Synology Drive und zusätzlich jetzt auch hier das Synology Drive Share Sync. Also damit ist auf jeden Fall hier auch angesagt, dass das ganze Produkt hier auch in Zukunft das ganze CloudStation Produkt ablösen wird. Was so viel bedeutet, dass ich mir also tatsächlich hier die CloudStation nicht mehr, dass ich CloudStation nicht mehr benötige, die brauche ich auch nicht mehr, um ein Backup von meinem Computer durchzuführen, denn das kann ich jetzt mittlerweile halt eben auch über das Synology Drive durchführen. Schauen wir mal in das Drive hinein. Hier hat sich halt mal in der Struktur hier doch etwas getan. Es gibt hier nämlich noch einen Schalter, der da heißt Computerdatensicherung. Das heißt also, ich brauche also jetzt, um eine Datensicherung von meinem Computer über die CloudStation, die ich früher mit der CloudStation gemacht habe, kann ich also jetzt hier das Drive benutzen. Dazu muss ich mir natürlich auch hier die entsprechende Drive-App für meinen Computer herunterladen. Ich brauche das in der Sekunde wahrscheinlich nicht machen, weil ich habe hier gerade schon eine Meldung bekommen, dass hier eine neue Version verfügbar ist, die ich mir dann gleich auch installieren werde. So, schauen wir mal hier in das Menü. Hat sich hier irgendwas geändert? Nein, hier hat sich nicht wirklich was geändert. Auch hier habe ich keine großartigen Änderungen feststellen können. Die Einstellungen, das ist ähnlich wie vorher auch. Hier kann ich noch einige Einstellungen tätigen. Das sind die gleichen Einstellungen wie vorher auch. Also ich sage mal so, das Entscheidende ist eigentlich wahrscheinlich hier, dass ich zu meinem Teamordner, den ich ja vorher schon hatte,
sich dort halt eben auch zusätzlich noch einen neuen Reiter, eine neue Rubrik Computerdatensicherung habe. So, ich habe mir also, wie gesagt, hier das Drive schon installiert, weil ich ja ein Upgrade gemacht habe und dieser Computer hatte vorher auch das Drive installiert. Und da kommt hier auch schon die Frage, weil er hat ja erkannt, dass das System halt eben eine neuere Version hat. Also muss ich natürlich auch mein Client-System hier entsprechend updaten. Das tue ich jetzt mal hier, auch hier der Assistent, wie das immer bei Windows so ist. Mit dreimal klicken ist der Assistent halt eben auch abgeschlossen. Ich installiere das jetzt mal noch mehr schnell. Und damit ist das schon fertig und man sieht hier, das Ganze heißt jetzt nicht mehr Synology Drive, sondern das heißt jetzt hier Synology Drive Client. Ja, gut, dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, was sich denn auf der Client-Seite hier verändert hat. Ich habe hier meinen Synology Drive Client in der Beta heruntergeladen. Das ist soweit durch und jetzt starten wir den Assistenten mal und hier sehen wir schon einen der größeren Unterschiede oder einen der Unterschiede. Ich kann nämlich jetzt hier schon auswählen, was möchte ich denn tun? Möchte ich eine herkömmliche Synchronisationsaufgabe durchführen, also die klassische Synchronisation, wie wir das halt eben schon vorher mit dem Drive oder auch mit dem Cloud Station gekannt haben, oder möchte ich hier vielleicht eine Datensicherungsaufgabe durchführen? Das ist nämlich genau das, was wir früher mit dem Cloud Station Backup gemacht haben, beziehungsweise mit dem Cloud Station Backup Client eingerichtet haben. Ich werde beides mal durchführen. Ich starte einfach mal mit der Synchronisationsaufgabe. Gut, hier hat sich nicht viel geändert. Sieht ein bisschen aufgeräumter aus, aber das ist nicht wirklich großartig anders. Ich verbinde mich einfach mal hier mit meiner Synology und wähle natürlich hier einen Benutzer aus, der auch die Berechtigung auf das Drive hat. Gut, das Zertifikat hier ist natürlich jetzt nicht korrekt eingerichtet. Das ist aber nicht so schlimm. Ich werde das Ganze hier trotzdem einmal fortführen. So, dann kommt auch hier schon die Frage, was möchte ich denn gerne synchronisieren auf der Synology selber. Da kann ich also jetzt hier den entsprechenden Ordner auswählen, den ich gerne mit diesem Gerät hier synchronisieren möchte. Das kann ich einmal tun. Ich gehe mal hier drauf und gehe mal in meine Teamordner. Ich habe da ja einen Ordner mit dem Namen Vertriebsdaten. Diesen möchte ich ganz gerne auch hier mit diesem Gerät synchronisieren. Gut, dann kommt die Frage hin, wo soll das Ganze hier lokal abgespeichert werden. Auch das ist nicht großartig anders. Ist genauso wie vorher auch. Das heißt, ich brauche das hier auch nicht verstellen. Ich habe das ja hier schon durch meine vorherige Installation schon komplett eingerichtet. Im unteren Schritt muss ich natürlich auswählen, welcher Ordner auf meinem Computer synchronisiert werden soll. Ich habe mir dazu schon hier einen Ordner erstellt mit dem Namen Vertriebsdaten. Das ist der Ordner, den ich gerne synchronisieren möchte. Und ich möchte natürlich nicht noch einen Unterordner erstellen. Mir reicht, wenn dieser Ordner Vertriebsdaten synchronisiert wird. So, das hat sich nicht groß geändert. Unter dem Schalter Erweitert haben wir wie nach wie vor die Möglichkeiten, hier die einzelnen Ordner entsprechend abzuwählen, die wir vielleicht nicht synchronisieren wollen. Auch die Dateifilter sind hier auch nicht anders wie vorher. Das hat sich auch nicht groß geändert. Und im Synchronisationsmodus sieht es ein bisschen anders aus. Hier wähle ich halt eben auch aus, in welche Richtung ich synchronisieren möchte. Entweder eine Zwei-Wege-Synchronisation oder vielleicht die Daten nur von der Synology herunterladen oder auch andersrum wieder hochladen. Das hat sich also auch nicht groß geändert. Ich kann also das Ganze hier einfach mal mit weiter bestätigen. Ja, das ist die Frage, die ja immer kommt. Möchte ich denn noch einen lokalen Share-Ordner anlegen? Nein, das möchte ich jetzt im Augenblick nicht. Mir reicht, wenn dieser Vertriebsordner synchronisiert wird. So, damit habe ich die Synchronisation entsprechend eingerichtet und wir sehen jetzt hier in dem Drive Client, wo wir uns gerade befinden, dass das Ganze so aussieht, wie das eigentlich auch früher ausgesehen hat. Hier sehen wir nochmal die Verbindungen und sehen auch hier die einzelnen Synchronisationsaufgaben, die wir eingerichtet haben. Ja, unter Verbindung bearbeiten kann ich hier genauso wenig machen wie vorher auch. Das heißt also, ich kann hier allerdings unter den Regeln hier auch nochmal ähnlich wie früher auch hier den Modus entsprechend wechseln. Was hier allerdings jetzt auffällt, das ist hier gleich der Begriff Sicherungsaufgabe. Wir haben ja vorhin gesehen, als ich den Client zuerst gestartet habe, diesen Beta-Client, da kam ja die Frage, was möchtest du tun? Möchtest du eine Synchronisation oder möchtest du eine Sicherungsaufgabe durchführen? Genau das möchte ich jetzt auch tun. Ich möchte jetzt hier einfach mal eine Sicherungsaufgabe erstellen
Und dann stellt sich schon die Frage, wo möchtest du denn die Sicherungsaufgabe erstellen? Möchtest du das auf der NAS, die bereits verbunden ist? Oder hast du vielleicht auch eine andere Synology, die irgendwo anders rumsteht und möchtest du die Sicherungsaufgabe vielleicht dort durchführen? Ich lasse das mal so in meinem Falle. Schön ist nur, dass ich das jetzt hier halt eben tatsächlich auswählen kann, dass ich also praktisch mit diesem CloudStation Client zwei unterschiedliche Aufgabentypen einrichten kann und das nicht nur mit einer Synology, sondern auch gleich mit mehreren Synologies. Ich meine gut, das konnte der Client vorher auch. Ich konnte in dem Drive Client vorher auch mich gleichzeitig mit mehreren Synology-Geräten verbinden. Das ist jetzt nicht neu, aber interessant finde ich das ganz einfach hier, dass ich das Backup jetzt hier auf eine andere Maschine legen kann. Natürlich sollte da auf dem Server dann natürlich auch das entsprechende Produkt Synology Drive Server installiert sein. Ja, ich habe ja keine andere Synology, wo der Synology Drive Server Beta drauf ist, deswegen bleibe ich einfach dabei und sage, ich möchte gerne eine Sicherungsaufgabe von meinem Computer erstellen und möchte das Ganze halt eben tatsächlich auch auf dieser Synology abspeichern. So, das ist hier analog, wie das auch aus dem CloudStation Server, halt eben aus dem CloudStation Client sozusagen entsprechend anzuklicken war. Das ist hier analog in Anführungsstrichen. Das heißt, ich wähle jetzt hier aus, was möchte ich denn gerne sichern. Ich habe einfach mal gesagt, hier der Einfachheit halber, ich möchte mal ganz einfach hier mein User Folder, also sprich meinen Benutzerordner entsprechend hier sichern und wähle jetzt hier zusätzlich nochmal aus mein Laufwerk Warenwirtschaft, denn darauf befinden sich halt eben unter Umständen auch wichtige Daten von meinem Computer, von meiner Warenwirtschaft. Als Sicherungsziel habe ich noch nicht ausgewählt, deswegen muss ich natürlich hier auch ein Sicherungsziel auswählen. Und wir sehen hier, wir haben hier direkt Zugriff auf den Teamordner und haben hier praktisch auch dann Zugriff auf den Ordner Share. Das ist aber nicht ganz so schön. Ich hätte ganz gerne hier einen eigenen Ordner für die Datensicherung. Das heißt, ich erstelle hier einfach einen Ordner mit dem Namen Sicherung. Und damit haben wir das Thema auch erledigt. Das heißt, ich wähle also diesen Ordner Windows Sicherung aus. Hier oben haben wir nochmal den Zielordner. Das heißt, hier unterhalb dem Ordner Sicherung wird dann auch noch ein Ordner erstellt mit dem Namen hier von diesem Computer. Dieser heißt tatsächlich hier Windows 10 End1. Okay, in den Backup Rules kann ich dann wieder festlegen, welche Datentypen hier tatsächlich gesichert werden sollen oder auch nicht gesichert werden sollen. Das Ganze kann ich hier wieder einschränken. Das ist ähnlich wie auch in der CloudStation und kann hier unten auch natürlich sagen, hier, dass temporäre Dateien eventuell doch gesichert werden, ja oder nein. Und was soll passieren, wenn die lokalen Dateien gelöscht werden? Sollen dann auch remote die Daten gelöscht werden oder sollen die nicht gelöscht werden? Ich lasse das tatsächlich hier genauso, wie es hier steht, brauche also hier nichts verstellen und sage einfach mal hier weiter. So, und jetzt kommt hier die Frage nach der Datensicherungsart. Möchte ich eine kontinuierliche Datensicherung durchführen? Das heißt also, die Daten werden tatsächlich hier nonstop weggesichert. Also das ist dann schon praktisch ähnlich wie auch die Synchronisation. Das heißt, ändert sich irgendetwas auf meinem Computer, lösche ich dort eine Datei oder verändere ich hier irgendeine Datei oder kommt hier eine Datei hinzu oder ein Ordner hinzu, dann wird das automatisch auch hier ein Backup auslösen. Ich finde das ganz gut. Man kann es natürlich auch hier umstellen und sagen, okay, der Benutzer muss halt eben erst hier draufdrücken und sagen, jetzt sichern. Das macht natürlich viel mehr Arbeit, würde ich nicht machen. Oder aber ich kann natürlich auch hier noch eine geplante Datensicherung durchführen. Wenn ich das jetzt hier mache, dann kommt hier die Frage, wann möchte ich das Ganze durchführen, zu welchem Tag, an welchem Tag. Das kann ich hier wieder definieren. Hier teilweise noch in Englisch. Man sieht also, das ist hier tatsächlich noch die Beta. Deswegen ist das hier wohl teilweise noch in Englisch. Hier gibt es also dann Daily, Weekend oder Weekdays oder auch benutzerdefinierte Tage. Gut, ich würde sagen, einfach täglich soll das gesichert werden, aber um 0 Uhr ist der Client nicht eingeschaltet. Ich sag mal einfach, der Benutzer macht hier von mir aus um 17 Uhr Feierabend, also möchte ich gerne auch so spätestens um 16 Uhr hier eine Sicherung machen. Dann die Frage, wie oft am Tag oder wie oft soll denn die Sicherung durchgeführt werden? Ja, mir reicht so eigentlich einmal am Tag. Ich kann aber auch, wie man sehen kann, hier das Ganze feiner definieren und kann sagen hier, das soll also grundsätzlich nonstop durchgeführt werden.
Und dann kann ich hier noch festlegen, wann das Ganze denn fertig sein muss. Das heißt, also ich kann hier sogar eine Endzeit festlegen und kann sagen, okay, wenn das um 17 Uhr noch nicht fertig ist, dann muss der Auftrag abgeschlossen, abgebrochen werden. Muss unter Umständen dann halt eben nochmal wiederholt werden irgendwann. Wofür man das jetzt hier unbedingt eingerichtet hat, bin mir noch nicht ganz so sicher, wofür man das wirklich braucht, denn ein Ende der Datensicherung, warum sollte ich das definieren? Ich sage einfach mal, wenn das fertig. So, und dann die Frage, was soll denn passieren, wenn denn die Datensicherung durchgeführt worden ist? Ja, und das finde ich ganz gut. Da würde ich einfach sagen, hier, Shutdown, Automatik. Also das heißt also, dann könnte ich ja auch sagen, hier, gibt es hier auch 16.30 Uhr? Nein, gibt es hier leider nicht. Okay, ha, der Benutzer macht um 17 Uhr Feierabend. Dann sagen wir, okay, dann soll auch um 17 Uhr die Datensicherung durchgeführt werden. Das heißt, der Benutzer muss den Computer einfach nur eingeschaltet lassen und kann nach Hause fahren in den wohlverdienten Feierabend und kann sich ins Bierzelt setzen, von mir aus und ein Bier trinken. Sein Computer wird automatisch gesichert. Und wenn das System fertig ist mit der Sicherung, dann wird hier der Computer automatisch heruntergefahren. Das setzt natürlich voraus, dass ja alle anderen Fenster, ich sag mal so Outlook oder Word oder was auch immer, dass diese natürlich auch schon tatsächlich ausgeschaltet worden sind. Denn sonst könnte das natürlich das Herunterfahren verhindern. Gut, als letztes muss ich nur noch bestätigen, was passiert denn, wenn die Aufgabe aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen werden konnte. Das würde nämlich bedeuten, ich mache das mal so hier, ich sage mal, die Sicherung soll beginnen um 17 Uhr, die Sicherung muss fertig sein um 18 Uhr und sage Shutdown, das heißt also um 18 Uhr wird das Gerät heruntergefahren, sollte die Sicherung bis dahin dann noch nicht fertig sein, dann wird die Sicherung wieder fortgesetzt, sobald das System wieder läuft, also sprich am nächsten Werktag. Ne? Kommt also der Benutzer am nächsten Tag um 8 Uhr wieder ins Haus, schaltet seinen Computer an, dann sieht das System automatisch, oh, meine Datensicherung von gestern, die ist nicht komplett durchgelaufen, da fehlt mir noch ein bisschen was, aber ich musste ja um 18 Uhr runterfahren. Der Administrator hat das ja genauso eingerichtet. Also das System führt dann diese Aufgabe hier praktisch nochmal automatisch aus, und wird dann die restliche Datensicherung vornehmen und danach hoffe ich mal, dass er dann die Sicherung, dass er dann am Ende der Sicherung nicht wirklich runterfährt. Ich will das mal so hoffen. Gut, ich lasse das mal so stehen, mal gucken, was passiert. Ja, dann kommt nochmal eine Zusammenfassung. Was habe ich denn hier an Datensicherung eingeschaltet oder eingestellt und wohin wird das gesichert? Was habe ich denn für einen Plan, was für einen Sicherungsplan habe ich eingestellt? Und habe das Ganze jetzt hier praktisch auch, dann könnte jetzt hier auch fertig drücken. So, das mache ich jetzt mal nicht, denn ich möchte ja auch noch die andere Sicherung. Ich möchte ja nämlich diese kontinuierliche Datensicherung durchführen. Bei der kontinuierlichen Datensicherung ist es tatsächlich so, dass ich hier auch nicht groß was einstellen muss, denn es wird ja nonstop gesichert. Also ich habe hier auch keinen Zeitplan, den ich einstellen muss und so weiter, sondern immer wenn das Gerät online ist, wenn die Synology zu erreichen oder wenn die Synology erreichbar ist, dann wird halt eben hier geguckt, ist eine Datensicherung nötig, ja oder nein. Das finde ich eigentlich ganz gut. Die Alternative ist natürlich auch hier bei der manuellen Datensicherung, wenn ich hier drauf drücke, auch hier habe ich keine Einstelloptionen. So, das heißt also, ich bleibe hier bei meiner kontinuierlichen Datensicherung und sage, okay, führe mal die Datensicherung jetzt durch, beziehungsweise übernehme doch mal bitte die. Ja, und dann sieht er sofort, okay, ich muss mal jetzt hier ein paar Dateien synchronisieren. Das macht er jetzt hier automatisch. Das können wir jetzt hier sehen. Das wird auch nicht ganz so viel sein, hoffe ich mal. Ich lasse das einfach mal durchlaufen und spule das dann hier gleich einfach mal vor. So, während die Datensicherung noch läuft, gucken wir noch mal ganz kurz hier, was wir noch hier verstellen könnten oder was wir hier noch einstellen könnten. Also ich könnte natürlich hier oben auch mal auf Pause drücken, beziehungsweise ich kann hier unten auch noch mal meinen Backup-Plan, also meine Settings, also meine Einstellungen hier entsprechend korrigieren. Ich könnte nämlich hier noch mal reingehen und sagen, ich habe mich da vertan, ich muss da das eine oder andere vielleicht noch hinzufügen. Ich habe noch einen Ordner mehr. Ich werde einfach mal hier ein paar Ordner rausnehmen. Na gut, den App-Data-Ordner nicht. Ein paar Ordner rausnehmen, die ich nicht wirklich benötige, die also nicht wirklich gesichert werden müssen. Ich sag mal ganz einfach hier. Und die Searches brauchen auch nicht gesichert werden. Das Synology Drive, ja, das soll ruhig gesichert werden. Und das auch. Okay, das reicht eigentlich schon. Natürlich kann ich hier auch noch tiefer gehen. Ne? Man sieht das ja hier. Ich kann ja unter App Data
zum Beispiel auch hier noch tiefer gehen in das Profil hinein und könnte auch hier zum Beispiel in dem Roaming-Profil noch einige Dinge ausschließen. Allerdings ist dieser Computer noch relativ jungfräulich. Hier ist noch nicht viel drauf installiert. Deswegen habe ich hier gar keine Möglichkeit, viele Daten hier entsprechend auszuschließen. Also es hilft alles nichts. Ich muss das Ganze hier einmal abwarten, damit wir uns mal das Ergebnis dann auch anschauen können. So, gefühlt nach, sagen wir mal, 12, 15 Minuten ungefähr, hat es glaube ich gedauert ungefähr, war die erste Datensicherung sozusagen durch. Und ich kann das jetzt hier auch in meinem Client sehen. Hier steht auch Backup is complete. Was mir in der Zwischenzeit aufgefallen ist, dass das System also ständig hier kontrolliert, ob Daten geändert worden sind, beziehungsweise man sieht das hier ab und an mal, müssen wir darauf achten, solange ich hier was bespreche, dass hier tatsächlich hier nonstop hier eine ganz kurze Datensicherung beziehungsweise eine ganz kurze Synchronisation durchgeführt wird. Ich ziehe mal das Fenster so an die Seite. Ja, genau. Ich bewege hier tatsächlich irgendetwas, da sieht man das ganz kurz, dass sobald ich hier irgendeine Veränderung vornehme, auch hier irgendwas synchronisiert bzw. gesichert wird. Also, ich mache das jetzt hier auch mal. Ich gehe mal in meinen Papierkorb und sage mal Papierkorb leeren. Damit habe ich auf jeden Fall eine Veränderung vorgenommen in meinem Profil. Bevor wir jetzt den ultimativen Test machen und hier auch mal ein paar Daten löschen. Ich versuche das nochmal hier parallel immer laufen zu lassen, dass man so ein bisschen sehen kann, halt eben, dass sich hier nonstop irgendwas bewegt, dass hier nonstop, ja, man sieht es wirklich hier. Und ich gehe mal jetzt hier in die Synology und schaue jetzt nochmal ganz einfach hier in die Client-Liste. Jawohl, da ist tatsächlich ein Client angeschlossen. Das ist mein Client, mit dem ich gerade gearbeitet habe, den wir gerade gesehen haben. Und im Überblick sehe ich auch hier, wie viele Clients bzw. auch wie viele Benutzer hier angeschlossen sind. Und ich sehe auch hier, wie viel Platz ich verbrauche. Dann haben wir noch hier den Versionsexplorer. Auch das ist jetzt nicht großartig anders wie vorher. Aber wir haben halt eben auch hier über den Versionsexplorer, genauso wie das in den Cloud Station Produkten gewesen ist, die Möglichkeit hier auf unterschiedliche Versionen zuzugreifen. Das will ich jetzt mal ganz kurz demonstrieren. Wenn ich mal hier reinschaue, dann sehe ich hier, dass ich hier keine unterschiedlichen Versionen eigentlich habe, denn ich habe ja noch nichts getan, noch nichts geändert. Ich möchte allerdings jetzt mal hier eine Veränderung hervorrufen. Das heißt, ich mache das mal ganz einfach. Ich verlasse mal den Client hier und in meinem Vertriebsdatenordner, den ich synchronisiere, werde ich jetzt mal hier tatsächlich mein Archiv entsprechend löschen, sowie auch mein Projekteordner löschen. Auch da sieht man sofort, dass die Veränderung sofort über die Backup-Synchronisation entsprechend auf das Drive hochgeladen werden. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich an die Daten wieder dran? Über den Client habe ich natürlich auch die Möglichkeit, hier eine Datenwiederherstellung durchzuführen. Das kann ich nämlich ganz einfach hier über den Client dann machen, über die Aufgabe, Synchronisationsaufgabe, und kann hier sagen, wiederherstellen. Dann passiert nämlich Folgendes: Das System springt sozusagen in den Versionsexplorer, wie wir das gerade schon auf der Synology gesehen haben. Und ich kann jetzt hier hergehen und sagen, gut, ich habe ja meinen Trainingsordner gesichert und ich hatte in meinem Trainingsordner, hatte ich ja auch meine Documents. In meinen Documents hatte ich ja den Ordner Vertriebsdaten, den ich ja vorher gesichert hatte. Und jetzt muss ich das mal ein bisschen hier verschieben, dass man das noch besser sehen kann. So, und wir sehen hier lokal auf meinem Computer habe ich ja unterhalb der Vertriebsdaten tatsächlich hier gerade den Ordner Archiv und auch den Ordner Projekte entfernt. Und ich sehe aber hier in meiner Datensicherung von 9.51 Uhr, also vor weniger als einer Minute, wäre das Ganze noch drin, wäre das Ganze noch vorhanden. Gut, dann machen wir doch mal Folgendes. Ich möchte ganz gerne den Ordner Archiv gerne wiederherstellen. Also drücke ich den Ordner Archiv einfach mal und klicke hier oben auf den Schalter Wiederherstellen. Und siehe da, das System hat dann hier automatisch auch die Wiederherstellung durchgeführt. Das bedeutet also, dass der Client, also sprich der Benutzer, der an dem Client arbeitet, der braucht sich also auch gar nicht auf die Webkonsole vom Drive sozusagen einwählen. Der kann das also praktisch auch direkt hier über den Drive Station Client machen. Das finde ich ganz gut, das finde ich ganz wertvoll. Und hier sehe ich auch nochmal im Protokoll, was habe ich denn alles getan.
Okay, ich werde jetzt einfach mal so ein paar Minuten hier hin und her klicken und mal die anderen Dateien erzeugen, so dass man hier vielleicht auch mal in dem Sicherungsexplorer vielleicht auch mal ein bisschen mehr Informationen sehen kann. So, ich habe mir einfach mal jetzt hier ein paar Daten in mein Drive Client, also sprich in den Ordner Vertriebsdaten, reinkopiert und dann sieht man auch hier schon, dass die Daten ja schon fertig synchronisiert, also sprich schon fertig gebackupt sind. So, und das können wir jetzt Ganze auch nochmal hier im Drive Client einmal kontrollieren. Gucken wir mal hier, gibt es hier noch eine andere, gibt es immer noch keine andere Option. Ich mache den mal zu. So, bin in meinen Aufgaben jetzt wieder und kann jetzt noch einmal hier auf Wiederherstellen klicken. Und dann sehen wir auch hier 9:55 Uhr haben wir die letzte Zeit, die wir jetzt auswählen können. Dann schauen wir auch hier nochmal in die Users, in meinen Trainingsordner und dort in meinen Documents-Ordner in die Vertriebsdaten. Okay, dann wollen wir mal wieder eine Veränderung schaffen, indem ich mir einfach mal hier hergehe und sage Datei. Ja, der Synology Drive Client hat das sofort gesehen, dass ich hier eine neue Textdatei erstellt habe. Die wird ja auch mit Sicherheit jetzt schon im Vertriebsordner liegen. Allerdings muss ich gestehen, dass hier meine Synchronisationsaufgabe derzeit noch nicht durchgeführt worden ist. Vorhin habe ich ja noch so gelobt, dass das ja hier mal nonstop hier durchgeführt wird. Jetzt plötzlich, muss ich feststellen, 3 Minuten weiter, 4 Minuten weiter und noch keine Datensicherung abgeschlossen, noch keine Datensicherung durchgeführt. Also seit 4 Minuten sind noch keine Sicherungen abgeschlossen worden. Okay, ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum das die Beta ist, dass das also vielleicht auch nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber wir haben vorhin am Anfang ja schon gesehen, dass das eigentlich ja schon relativ gut funktioniert mit dem Backup. Dann sieht man, dass hier die Datensicherung jetzt wieder funktioniert. Jetzt scheint es auch tatsächlich wieder ordentlich zu funktionieren. Also es hat wohl was damit zu tun, dass ich vorhin einmal eine Wiederherstellung gemacht habe. Danach habe ich einfach mal den Drive Client neu gestartet. Dann hat das Ganze auch wieder ordentlich funktioniert. Das heißt, ich kann ja jetzt mal hier, man sieht das jetzt hier auch wieder, ich gehe jetzt mal hier rein und sage, okay, das möchte ich gerne löschen und werde dann auch im gleichen Zuge nochmal eine Veränderung durchführen, indem ich den Papierkorb mal leere. Auch das führt normalerweise zu einer Veränderung und gehe nochmal in meine Vertriebsdaten und sage hier, ich mache hier auch nochmal einen neuen Ort, noch ein Test Drive. So, und dann sieht man im Hintergrund auch immer, man sieht das hier ganz schlecht, aber man sieht hier sofort, okay, Backup complete. Das heißt also, jetzt läuft es auch wieder 10:04 Uhr. Okay, und dann löschen wir doch mal einfach hier ein paar Dateien, beziehungsweise warten wir einmal bis hier 10:05 Uhr, bis die Uhrzeit auf 10:05 Uhr auf dem Computer umgeschlagen ist. Dann wissen wir, um 10:03 Uhr und um 10:04 Uhr waren die Daten alle noch da. Und ich lösche die jetzt hier einfach mal um 10:05 Uhr. So, um 10:05 Uhr habe ich die gelöscht und man sieht sofort, der Drive Client hat das sofort entdeckt und macht auch hier automatisch die Sicherung. Okay, also das, wie gesagt, das sollte natürlich dann auch in der Zukunft ordentlich funktionieren, ohne dass man den Client hier neu startet. Und jetzt können wir das Ganze noch einmal ausprobieren. Das heißt, ich gehe mal hier in die Wiederherstellung und kann jetzt hier noch einmal gucken. Ich habe jetzt 10:05 Uhr zum Beispiel. Schauen wir mal um 10:05 Uhr, wie das um 10:05 Uhr ausgesehen hat. Da habe ich in meinem Documents, in meinen Vertriebsdaten. Ja, um 10:05 Uhr sieht man hier, waren alle Daten noch da. Und bei der nächsten Änderung von mir aus, 10:07 Uhr oder 10:08 Uhr von mir aus, müsste eigentlich, sag ich mal, drinstehen, dass die Daten dort nicht mehr verfügbar waren. Und ich kann auch hier sagen, hier zeige mir auch die gelöschten Daten. Ja, das finde ich auch ganz gut. Okay, ich lasse das Ganze jetzt mal einfach so ein paar Minuten laufen, damit hier so ein paar Veränderungen durchgeführt worden sind und werde dann noch mal gucken, ob das funktioniert. Ich erstelle in der Zwischenzeit hier einfach mal so ein, zwei Dateien. Ja, hervorragend. Also jetzt kriegelt das hier nonstop. Also man muss natürlich vielleicht auch nochmal dann hier in die Synchronisation, in die Toneinstellung von dem Windows-Client gehen, weil immer wenn ich hier eine neue Datei erzeuge,
sage ich mal einfach hier ein neuer Ordner. Dann klingelt das hier unten auf jeden Fall immer nonstop. Also da sollte man auf jeden Fall den Sound hier ausschalten. Ich mache mal hier die Desktop-Benachrichtigung aus. Dann ist das eigentlich auch in Ordnung. Dann klingelt das hier nicht nonstop. Ich vertraue dem System jetzt mal ganz einfach. Okay, gehen wir jetzt noch einmal in ein paar andere Daten. Ich gehe mal hier auf meinen lokalen Computer und gehe mal hier in die Warenwirtschaft. Ich habe ja hier auch ein paar Dateien zum Beispiel drin. Hier habe ich nämlich auch die Möglichkeit, über das sogenannte Kontextmenü mit dem Synology Drive zu arbeiten. Das heißt also, ich kann hier tatsächlich direkt auf mein Synology Drive Daten kopieren. Das will ich einmal demonstrieren. Ich gehe mal hier auf dieser PC und gehe mal einfach in einen Ordner von Windows, wo ich also sicher bin, dass diese Daten halt nicht auf meiner Synology liegen und wir die auch nachher leichter identifizieren können. Ich gehe mal hier in die deutsche Hilfe, möchte die auf meinen Drive jetzt kopieren. Das mache ich jetzt hier. Ich sage einfach mal kopieren nach Vertriebsdaten. So, schauen wir in die Vertriebsdaten, dann müsste dort jetzt auch gleich Credits sein. Jawohl, hier haben wir auch die Credits, die ich hier gerade entsprechend hingeschoben habe. Und jetzt gucken wir mal wieder zur Kontrolle, wie das Ganze denn hier in meinem Drive aussieht. Das heißt, ich wechsle nochmal hier in das Drive und schaue jetzt nochmal in meine Computerdatensicherung. Genau, ich sehe hier nichts drin, weil ich mit dem falschen Benutzer angemeldet bin. Denn wenn ich mal ganz ehrlich bin, bin ich mal hier mit dem Admin angemeldet. Okay, das wollen wir dann auch natürlich einmal korrigieren und melde mich dann einfach mal auch als Clara an. Denn als Clara habe ich natürlich auch dann Zugriff auf meine Datensicherung. So hoffe ich doch ganz einfach. Genau, so, da haben wir die Clara. Ich melde die Clara einmal an. Melde mal die Clara an. Nein, das Passwort brauche ich nicht speichern. Und die La Clara springt jetzt hier in das Drive. Ich mache das mal wieder groß. Und dann schauen wir mal in die Computerdatensicherung. Und dann sehen wir auch hier, dass ich hier auch von hier aus die Möglichkeit habe, einfach meine Datensicherung zu sehen, zumindest hier auf die Datensicherung zuzugreifen. Und dann kam hier oben auch schon die Meldung, Restore your computer files, wir sind Restore your computer files. Gehen Sie also zur Drive Client, gehen Sie zum Drive Client und drücken Sie dort auf Wiederherstellen. Weil ich von hier aus keine Wiederherstellung durchführen kann. So sehe ich das zumindest. Ja, ich kann zwar von hier aus keine Wiederherstellung durchführen, aber ich kann zumindest von hier aus tatsächlich auch in diese Datensicherung hineinspringen. Und schau mal jetzt in die Vertriebsdaten, was da alles drin ist. Da sind die aktuellen Daten drin, wie es aussieht. Genau, also ich habe von hier aus auch Zugriff auf die Datensicherung, beziehungsweise kann hier in die Datensicherung nochmal reingucken und wäre auch von hier aus in der Lage, die ein oder andere Datei dann auch wieder herzustellen. Okay, dann schauen wir doch mal ganz einfach, was habe ich denn hier gerade gelöscht in meinen Vertriebsdaten. Ich habe hier den Ordner, neuer Ordner zum Beispiel, den gibt es hier nicht mehr, den habe ich schon gelöscht, den könnte ich also jetzt wieder herstellen. Was haben wir hier noch? Genau, ich habe auch die Synology Drive Exe, also sprich diese Installationsroutine, auch die habe ich gelöscht und auch Telefonkonfiguration. Nehmen wir mal Telefonkonfiguration und dann sage ich einfach, das Ganze möchte ich jetzt wiederherstellen. Das kann ich natürlich ganz einfach machen, indem ich sage dann herunterladen, weil eine Wiederherstellung an sich gibt es hier nicht, aber ich kann mir das einfach hier herunterladen und sagen, speichere mir das Ganze bitte. Und in meinem Falle speichere ich das dann nicht in den Download-Ordner, sondern einfach in den Vertriebsdaten-Ordner. Zack. Damit ist diese Aufgabe auch erledigt. Also spannend ist, wie gesagt, dass der Benutzer jetzt hier über das Drive auch in die Computerdatensicherung hineingucken kann und tatsächlich auch aus der Datensicherung, aus seiner Datensicherung hier Ordner oder Dateien wiederherstellen kann. Ja, das sind also feine Unterschiede. Dann gehe ich mal parallel hier in Text 10.06. Die möchte ich ganz einfach mal ändern und sage hier mal das. So,
So, ich habe die Datei jetzt geändert, ich speichere die Datei, ich verlasse mich darauf, dass das Ganze auch tatsächlich dann synchronisiert worden ist. Ich gucke mal hier in das Drive, hier steht alles auf dem neuesten Stand, sollte eigentlich alles richtig sein. Okay, dann muss ich jetzt wieder hier reingehen und schaue hier nochmal in die Textdatei. Ich sehe hier keine zwei Dateien, ich sehe hier nur eine Datei. Aber ich möchte da mal reinspringen und sehe, okay, ich habe die aktuelle Datei. Man sieht es hier, ne? Ich habe ja gerade da reingeschrieben, das ist unser Synology Training. Und er hat diese Seite hier, diese Textdatei auch geöffnet. Das heißt also, hier wird also dann praktisch immer die letzte Version abgespeichert. Also das heißt, ich habe hier keine Möglichkeit, die Versionskontrolle zu nutzen. Ich mache da mal einen Stern dran, dass wir das Ding mal gleich wiederfinden. Dann habe ich das nämlich auch hier unter mit Sternchen. Und kann jetzt nochmal parallel in dem Client gucken. Das ist wahrscheinlich viel spannender, so wie es halt eben auch in der, hier oben, wie es ja gerade in der Sicherung auch stand. Ich soll das Ganze natürlich dann über meinen Client machen. Also sprich, ich soll das Ganze hier rüber machen. Ich habe jetzt hier wieder die aktuelle Version. Da steht jetzt schon etwas drin. Ich mache das hier nochmal. Ich sage, speichere das Ganze auch hier. So, das Ganze wird ja synchronisiert, beziehungsweise wird ja automatisch hier gesichert. Ja, hat er gerade eben hochgeladen, sieht man hier. Und ich gehe jetzt hier nochmal in meine Einstellungen, in meine Sicherungsaufgabe und sehe die aktuelle Sicherung von 10.17 Uhr. So, dann schaue ich mal in meine Wiederherstellungskonsole hier an dieser Stelle und sage einfach mal, ich möchte wieder Users, Documents, Vertriebsdaten und hier gab es die eine Datei, die da hieß Text. Das ist diese Datei hier. Genau, die hat jetzt hier eine Größe von 67 Bytes. Das war um 10.17 Uhr. So, schauen wir mal an, was war denn um 10.10 Uhr? Da war die Datei wahrscheinlich deutlich kleiner. Genau, um 10.10 Uhr, jetzt haben wir das optimal, sag ich mal, ermittelt. Um 10.10 Uhr sehen wir, die Datei hat eine Größe von 0 Byte. Das heißt, da steht also definitiv nichts drin. Können wir natürlich mal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Wir sagen einfach mal hier, ich möchte die Datei mal downloaden und ich lege die einfach hier auf den Desktop. Dann haben wir einen optimalen Vergleich. So, die Aufgabe wurde abgeschlossen. Wunderbar, ich kann das Protokoll hier schließen und gucke jetzt hier rein. Tatsächlich, die ist leer. Gucke ich jetzt nochmal in meine Vertriebsdaten und gucke in die Datei hinein, dann sehe ich, da ist Text drin. Also das heißt, das funktioniert hervorragend mit dieser Versionskontrolle und mit diesem Backup. Das ist einfach nur fürchterlich genial. Und hier könnte ich auch hergehen und sagen, frühere Versionen durchsuchen. Und dann sehe ich auch, in welchen Zeiten hier eine Sicherung durchgeführt worden ist. Also sprich, wann sich die Datei unter Umständen verändert haben könnte. Ja? Das finde ich also wirklich gut, das gefällt mir gut. Das muss man natürlich erstmal jetzt so ein bisschen laufen lassen, so ein paar Tage muss man das natürlich laufen lassen, damit hier auch wirklich Veränderungen durchgeführt werden und Veränderungen auch durchgezogen werden. Aber man sieht halt eben schon hier über den Client, das ist ein mächtiges Ding. Schön wäre natürlich, wenn wir hier unten auch so noch so eine Timeline hätten. Ich glaube, daran haben die Leute sich auch schon gewöhnt, das haben wir jetzt hier nicht. Aber unabhängig davon, das finde ich also schon mal sehr, sehr gut und damit können wir den ersten Eindruck als sehr positiv bewerten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wer das Ganze noch einmal ausführlich unter meiner Anleitung in seinem eigenen Umfeld durchführen möchte, kann wie gewohnt auf unserer Webseite www.frank-hilf.de sein ganz persönliches Synology Coaching buchen oder sich für unseren neuen Synology Videokurs anmelden. Alle Infos dazu und auch weitere Anleitungen findet ihr wie immer auf meiner Webseite frank-hilf.de.